Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja, wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ich bin noch mal im Loading Screen, weil wir ja letztes Mal. Weil ich letztes Mal einfach nicht aufgepasst habe und nicht gespeichert habe. Sind wir im Loading Screen und laden Kapitel 13 Start. Und machen alles nochmal. Ich überspringe aber die Texte soweit nötig. I figured you weren't another Saravok. Think I figured wrong. Ich hätte gedacht, ihr werdet kein weiterer Saravok. Ich habe wohl falsch gedacht. Wie ihr wünscht. Good morning. Da kommt Corvin. Guten Morgen, Brenoir. Ist es morgen hier? Kann man das schwer sagen? Ihr habt fast recht. Warum seid ihr gekommen? Was wollt ihr, Verräter? Ihr habt fast recht. Ich bin hier, um euch zu bitten, diesen Wahnsinn zu beenden. Die Stadt hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Die Eisenkrise, Saravok, der Kreuzzug, nun das. Die dunklen Tage müssen enden und das werden sie nicht, wenn ihr und ihr eure Unschuld beteuert. Wenn euch Baldur's Tor wichtig ist, gebt eure Verbrechen zu, akzeptiert die Strafe, die euch auferlegt wird. Ich habe für Baldur's Tor gekämpft und geblutet. Ich bin fast öfter dafür gestorben, als ich zählen kann. Die Stadt ist mir wichtig, aber auch die Gerechtigkeit. Ich würde mehr als glücklich sein, meine Unschuld zu beteuern, wenn ich woanders dahin sieche. Wofür soll ich mich ins Schwert werfen? Für die, die mich hintergangen haben? Zum Wohle derer, die noch an euch glauben. Sie nannten euch den Held von Baldur's Tor. Ein wahrer Held wird sich selbst für das Allgemeinwohl opfern. Gib der Stadt die Chance zu heilen, bitte. Leb wohl, Brenoir. Sogar Corvin scheint zu glauben, dass ich Ski Silberschild getötet habe. I never thought to see you like this, Abil. Blood on your hands and fear in your eyes. I thought you to be more clever. Ich hätte nie gedacht, euch so zu sehen, Abil. Blut an den Händen und Furcht in den Augen. Ich hielt euch für schlauer. Ihr glaubt nicht, dass ich Skisilberschild getötet habe, oder? Why should I not? You have chaos in your blood. This I understand. The girl was no great loss to us. A fitting sacrifice. Warum nicht? Chaos fließt durch eure Ader. Das ist mir klar. Das Mädchen stellt keinen großen Verlust für uns dar. Es war ein angemessenes Opfer. Ich bin unschuldig wie Konia, ich schwöre es. Ihr sagt das, als ob es eine Rolle spielen würde. Unschuldig, schuldig, in dieser Welt macht es keinen Unterschied. Verdient ihr die Last, die euch auferlegt wurde? Ich weiß es nicht. Aber ihr werdet es tragen. Alleine in eurer Zelle, bis zum letzten Tag, ihr werdet es tragen. Aber ihr werdet es ertragen müssen. Hier in eurer Zelle bis zu eurem letzten Atemzug. Ihr habt keine andere Wahl. Ihr seid in einem Netz gefangen, aus dem es kein Entkommen gibt. Ich werde euch dorthin nicht folgen. Ich habe schon genug von derlei Verstrickungen kennengelernt. Farewell. I could have called you friend. Perhaps one day our paths will cross again. Leb wohl, Benno. Ich hätte euch einen Freund nennen können. Vielleicht treffen sich unsere Pfade eines Tages erneut. Ja, werden sie definitiv. Haha, Spoiler. Chains become you, child of Baal. The people you saved have turned on you, treating you as some nightmare made flesh. How does it feel to be trapped in a cell after all you've done for this city? Das Kind von Baal in Ketten gelegt. Die Menschen, die ihr gerettet habt, haben sich gegen euch gewandt und behandeln euch nun wie einen lebendig gewordenen Albtraum. Wie fühlt es sich an, in eine Zelle gesperrt zu sein, nach allem, was ihr für diese Stadt getan habt? Das ist nicht richtig. Ich habe Ski nicht getötet. So etwas könnte ich niemals tun. Das ergibt keinen Sinn. Ich werde ehrlich sein. Es fühlt sich nicht gerade toll an. Lasst mich frei. Lasst mich frei oder ich schwöre, ich werde euch finden und dafür büßen lassen. Nehmen wir das mal. Words. The lion's roar is not so fearful to the man who holds the keys to its cage. Leere Worte. Das Brüllen eines Löwen kann denjenigen, der den Schlüssel zu seiner Zelle hat, nicht einschüchtern. I warned you of the darkness running through your veins. Divine blood is not to be trifled with, without control. Power is naught but peril. Ich habe euch vor der Dunkelheit in eurem Blut gewarnt. Mit göttlichem Blut ist nicht zu spaßen. Ohne Kontrolle ist die Macht sehr gefährlich. But I am confident you will survive this. A greater destiny
awaits you. Aber ich bin sicher, dass ihr dies überleben werdet. Euch erwartet ein höheres Schicksal. Plonk. Rise. It is time. You know what you must do. Embrace the darkness coiling within you. Take the dagger. Kill her. Take it. Even now you resist. You are more powerful than I thought. All that I truly require is your presence. Curious, your mind is not so open to me as it once was. You resist my will. Your power grows, child of Baal. Awake. Tell me, what did you see? Sag mir, was habt ihr gesehen? Ich sah, wie Skeen Silberschild starb. Ich sah das Gesicht ihres Mörders. Ihr wart es. Ihr habt die Skeen Silberschild getötet. Ihr habt mich reingelegt. Ich habe euren Tod gesehen. An inevitability, perhaps, but your eyes tell me another story. What did you see? Vielleicht eine Unvermeidlichkeit, aber eure Augen erzählen mir eine andere Geschichte. Was habt ihr gesehen? Ihr habt Skeen Silberschild getötet. Ich lasse euch nicht einfach davonkommen. Ich weiß etwas Besseres. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich es euch zeigen, ihr verräterischer Bastard. Ich sah euch schreiend durch meine Hand sterben. Ich sah mich auf eure Leiche herabblicken und lachen, denn meine Rache war vollbracht. Ihr hattet für eure Verbrechen gegen mich bezahlt, für den Mord als Skeen Silberschild mit eurem eigenen elenden Leben. Sind wir mal sauer. Despite my efforts, you remember. Impressive. Trotz meiner Bemühungen erinnert ihr euch beeindruckend. Ich werde euch zeigen, was beeindruckend ist, Magier. Wenn ich entkomme, hole ich mir euch. Die Wahrheit wird herauskommen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber bald. Ich werde einen Weg herausfinden und wenn ich das geschafft habe, werde ich euch finden. Der Tag wird kommen. Euer Ende ist näher, als ihr glaubt. Ah ja, da steht noch Scheusal. Nehmen wir die Eids. Greater powers than you have challenged me, yet I still stand. Größere Mächte als ihr haben mich herausgefordert und trotzdem stehe ich noch. You will escape this place. We will meet again. Fear that meeting, child of Baal. We have so far to go together. Ihr werdet diesem Ort entkommen. Wir werden uns wiedersehen. Fürchtet dieses Treffen, Kind von Baal. Zusammen werden wir so weit kommen. Ja, ich war es nicht. Ich muss einen Weg aus dem Gefängnis finden. Ich muss aus diesem Verlies entkommen und meine Unschuld beweisen. Mhm. How are you? Ja, ich habe Skeen doch nicht getötet. Wie geht es euch, Brennoir? Herzog Bass, freut mich, euch zu treffen. Ich habe Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, wer Skeen getötet hat. Mir würde es um einiges besser gehen, wenn ich aus dieser Zelle herauskomme. Verschwendet nicht meine Zeit nicht mit müßiger Unterhaltung, Bell. Dazu fehlt mir die Geduld. Nehmen wir einfach mal die Eid. You know the killer's name? You have proof? Ihr kennt den Namen des Mörders? Ihr habt die Beweise? Ich kenne weder den Namen, seinen Namen, noch habe ich Beweise für sein Verbrechen. Ihr müsst ihn doch trotzdem finden, damit euch Gerechtigkeit zuteil wird. Lasst mich frei und ich bringe euch beides. Ich kann euch nichts weiter bieten als mein Wort, dass ich die Wahrheit sage. Wenn das nicht reicht, dann sei es so. Macht euch ihren Frieden und geht. Lasst mich frei und ich bringe euch beides. Were you anyone else, this would be a simple matter. For Entar, it is very simple. He wants your head. That will not change anytime soon. Certainly not while his daughter remains in her current state. Wenn jemand anderes wärt, dann wäre dies eine einfache Angelegenheit. Für Enter ist sie sehr einfach. Er will euren Kopf. Das wird sich nicht so bald ändern. Sicherlich nicht, solange seine Tochter in ihrem gegenwärtigen Zustand verbleibt. But you are the slayer of Saravok, the hero of Baldur's Gate, the champion of Dragonspear.
Your service to the Sword Coast is beyond dispute. Aber ihr seid der Schlechter von Sarivok, der Held von Baldur's Tor, der Champion von Drachenspeer. Euer Verdienst für die Schwertküste ist unbestreitbar. Unfortunately, your heritage is now also beyond dispute. There can be no peace for a child of Baal. Those near you will inevitably suffer as Ski did. That is your nature. Leider ist nur noch euer Erbe unbestreitbar. Für ein Kind von Baal kann es keinen Frieden geben. Diejenigen in eurer Nähe werden unvermeidlich leiden, so wie Ski. Das ist eure Art. There are as many people in this city ready to fight and die for you as there are those baying for your blood. Baldur's Gate is in turmoil. Es gibt in dieser Stadt genauso viele Leute, die bereit sind, für euch zu kämpfen und zu sterben, wie solche, die nach eurem Blut lechzen. Baldur's Tor ist in Aufruhr. After extensive deliberations, Eltan, Lia Janath and I have decided it would be best for all if you and the darkness within you left Baldur's Gate as quietly as possible. Nach ausführlichen Überlegungen haben Eltan, Lia Janath und ich entschieden, dass es für alle das Beste wäre, wenn ihr und die Dunkelheit in euch Baldur's Tor so still wie möglich verlassen würden. A guard will escort you out of the city. This is a poor reward for all you have done for us, I know. But it is the best we are allowed. Go someplace far from here and do not return. Eine Wache wird euch aus der Stadt hinaus begleiten. Das ist eine armselige Bedingung für alles, was ihr für uns getan habt. Ich weiß, aber es ist das Beste, was uns möglich ist. Geht weit fort und kommt nicht wieder. Fare thee well. Lebt wohl, Brenduir. Follow me. Folgt mir, ja. Ich war es nicht. Sobald ich meinen Besitz eingesammelt habe, werde ich aus der Stadt hinaus begleitet. Der Rat der Vier hat beschlossen, mich freizulassen, wegen nicht klar auf die Weise, die ich erhofft hatte. Sobald ich meinen Besitz aus dem Hauptquartier der Flammenden Faust geholt habe, soll ich aus der Stadt verbannt werden. Vielleicht für immer. Ja. I figured you weren't another Saravok. Think I figured wrong. Ich hätte gedacht, ihr werdet kein weiterer Saravok. Vielleicht habe ich falsch gedacht. So, jetzt holen wir erstmal unser Zeug hier. Gut, es geht. So. Das kann nicht da rein, das kann aber da rein. Das kann da nicht rein. Die beiden können da rein. Ganz ehrlich, müssten wir uns mal nur mit Bolzen plus 2 aus. Worum geht es dich, wie ihr wünscht? So, nur der Schlüsselbund. So. Your belongings are on the table. Take what you can carry and head. You destroyed the Iron Throne in Kaelor's Crusade. Noble Pratt's a small price to pay for all. Ready to say farewell to Baldur's Gate. Ah, yes. Follow me and stay close. Good. We'll be traveling through tunnels beneath the city. Do go down the stairs and head west. The cavern comes up outside the city gates. I believe you. My cousin, you saved the city from Saravok. Yeah? You saved the Sword Coast from the Nine Elves. I don't care what anyone says about you. You're a hero. And that's all there is to it. Farewell. Ja. Obwohl meine bisherigen Taten die meisten im Rat von der Vier davon überzeugten, dass ich die Skizze wahrscheinlich abortet habe, bin ich aus der Stadt verbannt worden. Skis Vater hat mir Rache geschworen für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe, und sieht die Saat der Zwietracht unter den Großherzögen. Um jemals sicher zurückkehren zu können, muss ich meine Unschuld beweisen.
So, wenn ich hier nach draußen gehe, wo lande ich denn dann? Mich kümmert's nicht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nein, mit Immoin will ich noch nicht reden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, Grünschleim kann ich im Nahkampf töten. Dann bewahre ich meine Zauber lieber für die Aaskriecher auf. Weil eigentlich will ich mich ja hier noch ein bisschen umschauen. So, noch ein toter Aaskriecher. Wie sieht eigentlich mein... Also ja, Max XP werde ich nicht kriegen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Das waren die zwei Aaskriecher, die mir das letzte Mal Probleme gemacht haben. Die Abwässer der Stadt stürzen in einen unterirdischen See hinab und senden dabei einen Nebel aus Dampfwolken nach oben. Diese versteckte kleine Tür hat ein Schlüsselloch.